Und schon wieder zurück bei Dragon Age Inquisition in der Frostgipfelsenke. Und wir haben eben, ja, hier die Grabhalle. Mir fällt gerade das Wort nicht ein, oh Gott. Ihr wisst, da wo Tote sind. Geplündert. So. Und ja, ich habe Kommentare gelesen und habe da gelesen, dass wir auf dieser Karte definitiv alles erledigen sollten, bevor wir uns hierhin begeben. Und das rechtfertigt dann auch den Hinweis hier, wo steht, willst du wirklich beginnen damit? Es gibt dann kein Zurück mehr. Das heißt, wir sollten wirklich alles erledigen. Auch die Scherben sammeln und so weiter und so fort. Werde ich mir dann auch dran geben. Und ja, Cole hat schon eine andere Waffe als die Klinge des Bootsmanns. Da wollte ich ihm kurz zeigen. Cole-Waffen, der hat hier zwei richtige Langdolche spendiert, die wir selber hergestellt haben, die auch ziemlich gut sind. Sogar wahrscheinlich besser als der grausame Dorn, den wir hier gefunden haben. Ja, doch. Ja, kann man machen. Nicht besser als Hakons Barmherzigkeit. Aber dafür ist er noch nicht hochstufig genug. Und ja, ich habe auch schon den Hinweis bekommen, dass das, was dann vor uns liegt, wahrscheinlich sehr interessant werden dürfte. Und wahrscheinlich für uns noch gar nicht machbar in dem Sinne. Aber nichtsdestotrotz werden wir es natürlich versuchen. Meisterhafter Verzaubererstab. Oh, hallo. Wenn hier so viele Leichen sind, da bin ich schon wieder skeptisch. Wieso hängen die denn hier? Meisterhafter Gürtel des Schutzes. Wieso hängt denn hier eine Elfe im Stein? Was genau hat das damit auf sich? Guck mal, die Zeichnung da oben. Das sind alles alte Elfenkrieger hier. Wobei die eine Elfe, die da vorne lag, die sah noch sehr frisch aus. Das sah nicht so aus, als wäre das schon ewig her. Und hier hängen auch die Krieger wieder rum. Die alten Elfenkrieger. Also zumindest gehe ich davon aus, weil diese Art von Gegner haben wir ja schon bekämpft. Und zwar im Elfengebiet. Da auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben den Quell gefunden. Oh, diese... Diese richtig dicken Spinnen. Okay, es reicht. So, Mama läuft erstmal weg. Gibt uns ein bisschen Gelegenheit, uns hier um die Kleinen zu kümmern. Lebt noch! Feuer verbrennt sie nicht wirklich direkt. 5000 Erfahrungspunkte. Genügen. Der Stamm besteht aus Leuten wie Finn. Wenn er die Opfergabe darbringt, wird er leiden, aber nicht so sehr. Obwohl es ein Akt der Güte wäre, würde es die Regeln ihrer Tradition beugen. Ihr solltet gut darüber nachdenken. Ja, und ich glaube, das ist das essentielle Problem an der ganzen Geschichte. Wenn wir die Sachen für ihn besorgen. Jetzt sind da hinten wieder Spinnen unterwegs. Die sind mir gerade mal egal. Wenn wir die Sachen für ihn besorgen, dann helfen wir ihm zwar und werden dafür sorgen, dass er vielleicht den Stamm doch akzeptiert wird. Es könnte aber dafür sorgen, dass der Stamm weitestgehend sagt, hey, was soll das? Warum beugst du unsere Traditionen? Verstehe das schon. Oder oben. Da komme ich jetzt nicht hin. Cassandra ist anscheinend dafür, die Tradition nicht zu beugen und ihm nicht zu helfen. Cole wiederum, wir kennen Cole. Cole will eigentlich immer jedem helfen. Egal wer es ist. Das finde ich eigentlich auch immer sehr sympathisch an ihm. Na gut. Ich überlege mir das nochmal, bis wir da sind. Was wir gerade mal auf dem Weg machen könnten, wäre hier diesen Riss nochmal versuchen, weil ich glaube, dann haben wir alle Risse
erledigt, die hier in der Gegend zu finden sind. Wenn wir eh schon auf dem Weg sind, gehen wir da mal gerade vorbei. In der Hoffnung, jetzt hier nicht wieder auf 7000 Spinnen zu treffen. Das wäre schön. Und nicht so viele Heiltränke, das ist vielleicht nicht so gut. Und vor allen Dingen, ich habe meinen Bonus eben, meinen Sonderschlag hier eben aufgebraucht. Ich könnte ein paar Kämpfe tatsächlich doch gut gebrauchen, um wieder Fokus aufzuladen. Nanu? Achso. Das war die, die eben gestorben ist, die Dorian mal wieder für uns auf unsere Seite gezogen hat. Gebt mir euren Fokus. Ja, die geben nicht wirklich viel Fokus, leider. Na gut. Na gut. Dem Fluss weiter folgen. Ach, guck mal, da vorne sind noch Spinnen, oder? Kommen sie her, kommen sie her. Vielleicht kann ich ja bis dahin auch noch eine Stufe aufsteigen, ne? Wir sind ja nicht mehr wirklich weit entfernt von der nächsten Stufe. Nächste Stufe ist Stufe 22. Dann auch für unsere Leute. Da können sie wieder neue Waffen tragen. Oh, es fehlt gar nicht mehr viel. Und beim Aufstieg geht es ja dann nicht nur um die neuen Skills, die wir dazu bekommen, oder den neuen Fähigkeitspunkt, sondern auch um die grundsätzlichen Attribute und Werte der Charaktere, die damit nochmal erhöht werden. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Schön. Stufenanstieg. Mal eben in den Charakterbogen reinschauen. So, wir hatten ja jetzt tatsächlich soweit alles freigeschaltet, ne? Verhöhnungen, das haben wir ja gesagt, lass mal aus. Das hier lassen wir auch aus und auch die eherne Bastion lassen wir aus. Die bringt uns nicht so viel. Der Schlachtenmeister hat aber mit Sicherheit noch Stärke bei Freischaltung plus 3. Greifst du ein Ziel von hinten an, wird es durch deinen Treffer verlangsamt. Hier sind vielleicht ein paar schöne Sachen mit dabei, ne? Oh, das Horn hier gefällt mir aber. Das Horn hier gefällt mir aber ganz gut. Das könnten wir tatsächlich sinnvoll einsetzen. Ich nehme das mal hier als Fähigkeit. Zack. Und dann würde ich das auch gerne dem Kampfmenü zufügen. Nämlich hier oben. So. Dass wir zu Beginn des Kampfes das Horn erschallen lassen. Ja, zu Beginn des Kampfes lassen wir unser Horn erschallen. Und dann freuen sich unsere Begleiter und kämpfen gleich viel härter. So stelle ich mir das jetzt vor. Niemand von unseren Leuten hier wirklich. Wir haben so hart um diesen Außenposten gekämpft und jetzt keiner da. Ich bin sicher, da wird auch jetzt noch immer Totenkopf sein. Als Schwierigkeit. Wow, 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 wow. Sie hat mich erwischt mit ihrem. So, tot. Nein. Wow. Der ist übel. Der ist übel. Ah, noch nicht. Lebt wieder. Bist du von uns oder bist du? Doch, sie ist von uns. Alles klar. Erste Welle geschafft. Oh mein Gott. Gleich zwei von denen. Schön.
Ja, das ist es ja. Ich versuche wieder hinter ihm zu gehen. Okay, jetzt muss ich es einsetzen. Es sind drei von ihnen! Es sind drei! Okay. In der Hoffnung, zumindest schon mal einen loszuwerden. Ja! Nein! Cole, steh auf. Wow, 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 wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hahaha. Cassandra muss. Aua, 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 aua. Komm schon. Nein! Der hat sich jetzt noch einen. Das gibt's doch nicht. Wow. Alles klar. Risse geschlossen. Das wäre erledigt. Ein bisschen stolz auf uns. So, was haben wir hier bekommen? Meisterhaftes Amulett der Ausdauer. Oh, sehr schön. Macht plus 2 und jede Menge Essenzen wieder und nichts berührte Sachen. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Ja, da hinten laufen wieder Gegner rum. Ja, da will ich jetzt nicht unbedingt hin. Vor allen Dingen, weil wir auf dieser Seite der... Ja, die Astrarien fehlen noch. Auf dieser Seite haben wir so gut wie alles erledigt. Die Astrarien fehlen noch und wir gehen jetzt einfach mal Scherben sammeln. Ich hab's wieder gemacht, oder? Hätte sein können, dass da noch Loot rumliegt von den großen Dämonen, obwohl ich keinen gesehen habe, glaube ich. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm, den Hauptloot haben wir mitgenommen. So. Ich bin auch immer unschlüssig, ob ich die Opfergabe an Finn gebe oder dem Jagdmeister, damit sie ihr Ritual durchführen können. Hier komme ich, glaube ich, rauf, oder? Ja, hier an der Seite kommt man hoch. Oh. Ach, Elfenwurzel. Ja, schön. Nehme ich auch mal ganz gerne. Das Ding ist da oben, ne? Ja. Ein kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass ihr auf den Sonnenthron wollt, Cassandra. Ich nehme an, euch wäre ein Mann auf dem Thron lieber. Nun ja, ihr kommt einem Mann ja recht nahe. Euch wird das Lachen schon noch vergehen, wenn es soweit ist. Ihr könnt darüber doch nicht ernsthaft nachdenken. Ist euch klar, dass ihr euch dadurch zur Zielscheibe machen würdet? Darüber will ich mir im Moment keine Gedanken machen. Das war sehr fies, Dorian. Sehr fies. Das ist sehr gut. Aber ist nicht jeder, der dann auf den Sonnenthron geht, also der, beziehungsweise die Göttliche wird, ist da nicht jede eine Zielscheibe? Ist es nicht in diesem Augenblick vollkommen egal? Es gibt ja niemanden, keinen sicheren Kandidaten, von dem man sagen würde, okay, wenn diese Person auf den Thron kommt, auf den Thron der Kirche, dann ist das überhaupt kein Problem, dann sind alle einverstanden, dann ist alles super. Das ist ja nicht existent. Allein dadurch, dass eben die Kirche im Augenblick komplett im Chaos versunken ist, halte ich das für... Hä? Was? Ja. Da oben! Oh großer Gott, wie komme ich denn darauf? Hier um die Ecke und dann... Ja, das könnte passen. Okay, nicht hier. Das sind unsere Leute. Moment. Das sah so aus, als könnte man hier... Muss ich wirklich jetzt den gesamten Weg hier hinten rumlaufen? Ernsthaft? Offensichtlich muss ich das tun. War gar nicht mehr so weit. Alles klar. Hier ist das Astrarium, das wir noch machen müssen. Aber das machen wir ja, wie gesagt, dann ganz in Ruhe. Würde ich dann auch quasi zuletzt machen. Die letzten Aufgaben, die wir dann hier so in dieser Region erfüllen, wären die Astrarien.
Hier vorne hin. Da ist die Scherbe. Mit einem wunderschönen Ausblick hier, muss man sagen. Über die... Da unten wird schon wieder gekämpft. Über die ganze Region mit dem Sonnenuntergang da hinten. Wie schön. Nächste Scherbe ist hier und hier. Das heißt, wir sind schon auf dem richtigen Weg quasi. Wir müssen nur wieder hier runterkommen. Und möglichst ohne dabei 6000 Schadenspunkte zu kassieren. Nö! Es waren nur 324. Ich möchte das mal festgehalten haben. Och, ich hab euch doch nichts. Oh. Durchhalten, Cole! Dass der Alec immer sagt, durchhalten, Cole. Dabei hat der Cole nichts abbekommen. Ja gut, einen Schlag hat er abbekommen. Grund. Ich will jetzt aber nicht gegen jeden von euch kämpfen, ja? Das ist so wichtig, sind mir die Erfahrungspunkte dann auch nicht. Wobei, ein gewisses Maß an Leveln steht uns tatsächlich bevor. Und vor allen Dingen, was die Hauptstory betrifft, auch da werde ich mich in den Ratschlag halten. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Erinnerung, die ich so habe, noch an die ganze Sache. Dass man wirklich jetzt erstmal schauen sollte, dass man die gesamten anderen Gebiete erkundet. Und zwar ausführlich erkundet. Dass all die Gebiete, wo man noch rumlaufen kann, wo man auch Nebenquests erfüllen kann, bevor wir jetzt in der Hauptquest weiter voranschreiten. Soll heißen, wir werden Emprise de Lyon. Und ich glaube, die Smaragd... Ach man, oh. Die Smaragdgräber noch erkunden. Bevor wir dann tatsächlich in der Hauptstory weitermachen. Es wartet also auf... Oh nein, ich komme da nur rauf, wenn ich die Sprünge... Hier, ich muss die Sprünge schaffen. Ach, das... Ja, so. Ja, was ich sagen wollte ist, es wartet jetzt viel Erkundungs- und Abenteuerzeit auf uns. Und im Augenblick zumindest etwas weniger Storytime. Wobei wir Storytime ja auch in den einzelnen Gebieten immer wieder haben werden. Aber ich meine jetzt so Hauptstorytime. Könnt ihr bitte den Kampf beenden? So komme ich nämlich hier nie rüber. Leute. Dankeschön. Ich muss irgendwie das Ding da vorne erreichen, ne? Okay, das hat funktioniert. Oh, bitte nicht. Bitte spawn jetzt nicht wieder direkt in meinem... Okay, das hat auch funktioniert. Hier hat jemand gelagert. Geheimnisse der Frostgipfelsenke. Das Geheimnis der Aquädukte. Ich habe viel gelesen und weiß nun, dass die teventerischen Mauern an den Seen Aquädukte genannt wurden und als Straßen dienten, um Wasser zu ihren steinernen Festen zu befördern. Diese Aquädukte entzogen den tieferen Gebieten Wasser. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum die Teventeraner das Land verändert haben. Teile der Senke haben in der Vergangenheit Veränderungen erfahren, die man nur sehen kann, wenn man seinen Geist dafür öffnet. Es gibt nämlich nur eine Erklärung. Das Land ist von wegen mystischer Resonanz oder mystischen Linien oder Leylinien durchzogen. Die Magier des Stammes leugnen, dass derartige Leylinien existieren, aber sie versuchen damit nur, Geheimnisse der Bruderschaft zu schützen. Oder sie sind blind für geheime Flachländerriten. Als Beweis hat Professor Waylon Vankin in seinem Buch Ode an den Ordo Templis Royalis eine Karte der Kraftlinien in der Senke angeführt. Zwar sagt er dies in dem unbedarften Leser seines Buches nicht, aber gewisse geheime Zeichen, die der Professor hinterlassen hat, um seine Feinde in die Irre zu führen, weisen eindeutig darauf hin. Nachdem ich den Text 8-mal gelesen habe, besteht nicht mehr der geringste Zweifel daran. Oh Gott, es war wieder unser Verschwörungstheoretiker, der hier unterwegs gewesen ist mit den Mondmenschen. Man könnte jetzt natürlich sagen, in einer Welt voller Fantasy-Gestalten, also hier, wobei, für die Leute, die hier leben, ist es ja keine Fantasy. Die Kreaturen sind ja für die wie Rehe und Löwen bei uns. Vollkommen existent hier, diese Dinosaurierartigen und die Drachen und so weiter. Aber in so einer Welt ist eigentlich wenig Bedarf für Verschwörungstheorien. Es gibt so genügend Geheimnisse und Mysterien, die aufzuklären sind. Yeah.
Problem gelöst. Haben wir eben hier unseren Kameraden geholfen. Und ich glaube, jetzt müssen wir da oben rauf. Da werden wir mit Sicherheit die letzte Scherbe finden. Ja. Na, komm. Die letzte Scherbe finden. Nein. Nein. Ja, ja, ja. Everit gibt es hier auch noch. Sag mir bitte nicht, dass ich da oben rauf muss. Sieht nicht so aus, oder? Doch, sieht so aus. Oh no. Was? Wie ist Cassandra denn? Wie ist er denn? Ah, guck mal hier. So, kommen wir da hin. Nein. Oh, er hat sie noch genommen. Sehr gut. So, alle Scherben gefunden in der Frostgipfelsenke. Schön. Da ist noch irgendwas nicht erkundet. Das piekst mich ein bisschen. Auch wenn wir das natürlich von hier aus sehen können, was da unten ist. Aber ich würde es trotzdem gerne aufdecken. Vielleicht finden wir da ja noch was. Auch wenn hier alles von Gurguts verseucht ist. Das ist die kleine Insel da vorne, ne? Halt, Silberit nehme ich trotzdem mit. Auch wenn wir endlos viel davon haben. Aber Geld, ne? Können wir theoretisch verkaufen. Ist zwar nicht viel wert. Habe ich schon geprüft. Aber jede Goldmünze zählt. Das ist etwas, das uns ja schon seit Dragon Age Origins immer wieder eingeprügelt wurde. Jede Goldmünze ist wichtig. Okay, hier ist nicht wirklich was. Schwump. Gut. Die Scherben haben wir gesammelt. Die Astrarien müssen wir noch machen. Dann die Nox Morta. Oh, da haben wir zwei Quests. Achso, Jagdmeister oder dem Finn. Lass uns mal eben zum Lager im Sumpf reisen, dann kann ich nämlich meine Tränke noch aufstocken. Ich weiß ja nicht, was uns da bei der Nox Morta tatsächlich erwartet. Es kann ja tatsächlich sein, dass es ein Ungetüm ist, mit dem wir ein oder andere Problem haben könnten. Da möchte ich dann nicht unvorbereitet sein. So, runter in den Dschungel. Oder in den Sumpf. Falsch. Nicht einfach den Wasserfall, oder? Ja, doch. Holst doch den Sumpf. Erstmal schön nass machen, damit wir uns auch der Region anpassen können. Wenn ich sage nass machen, dann meine ich natürlich mit Wasser. Nicht das, was ihr schon wieder denkt. Habe keine Angst. Hatte noch nie Angst. Und gar nicht hier. Bei diesen gruseligen, riesigen Skeletten teilweise. Da hinten wartet es auf uns. Beziehungsweise wir müssen das Nox Morta dienen. Was immer es ist, ja erstmal anlocken. Da Mortisor meinte, wir sollten den Köder hier auslegen. Jetzt brauchen wir nur noch eine geeignete Stelle. Warte auf die Nox Morta und erlege sie. Ist das... Moment, habt ihr das gehört? Hä? Das glaube ich jetzt nicht. Ein Sumpffischer? Es ist ein Sumpffischer? Ich dachte, Sumpffischer wären nett. Dieser hier offensichtlich nicht. Gut, es ist... ich hätte ja irgendwie mit so einer Riesennacke oder sowas gerechnet. Es kommt dem ziemlich nahe. Es ist nicht die grauenhafte Bestie, die ich erwartet hatte. Oder die der Professor erwartet hatte. Damit hätte ich niemals gerechnet. Mortisor brennt bestimmt darauf, hiervon zu erfahren. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass der daran interessiert sein dürfte. Hat er denn wenigstens Plündergut hinterlassen? Hat er, ja. Helm des Drachenjägers. Warte mal. Das sieht mir nach einem sehr hübschen Helm aus. Helm des Drachenjägers.
Gut, er ist nicht so gut wie der Helm, den wir jetzt haben. Heilungsbonus. Aber er sieht schick aus. Wow. Ich glaube, den pappen wir... Den pappen wir, Blackwall auf den Kopf, oder? Dafür haben wir ja noch andere Charaktere, dass wir die im Zweifel auch mit ausrüsten können. Gut, Professor. Ich habe Nachrichten. Wir haben das Ungetüm bezwungen. Und dann fehlen eigentlich nur noch die Astrarien und eben, ja. Die Astrarien machen wir dann nächste Folge. So ganz in Ruhe, dann habe ich nämlich Zeit. Dann kann ich die ein bisschen rumprobieren. Und was wir auf jeden Fall noch machen werden ist... Cole, könnt ihr Magie hören? Ja. Ihr nicht? Zauber machen gelegentlich Geräusche, aber ich glaube nicht, dass wir dasselbe hören. Flüstern euch eure Zauber keine Dinge zu? Was ist und was sein könnte? Musik in eurem Geist von wundersamen, fernen Orten? In letzter Zeit nicht. Dann hören wir nicht dasselbe. Ja gut, ich kann mir auch vorstellen, dass Cole andere Dinge hört als Geist. Ich bitte euch, spannt mich nicht auf die Folter. Euer gehetzter Blick zeugt eindeutig von einer Begegnung mit der Nox Morta. Kann es sein, dass die Nox Morta ein Sumpffischer ist? Ein großer... Aggressiver Sumpffischer. Ein Sumpffischer? Diese bizarre Bezeichnung ist selbst für ihre niederen Verwandten unangemessen. Und diese Kreatur ist eine Königin unter ihresgleichen. Wieso habt ihr mir nicht... Ich hatte es ihnen gesagt. Und nun habe ich einen Beweis für ihre Existenz. Dieses Wissen wird sie zum Umdenken zwingen. Und doch, wenn der Preis des Wissens derart furchteinflößende Wahrheiten sind... muss ich mich fragen, ob es das wert ist. Lasst mich euch für die Risiken danken, die ihr auf euch genommen habt, euer Gnaden. Wo ist Dunwich? Ich muss einen Brief an die Universität aufsetzen. Ich sollte gehen. Inquisitor? Na, ich bin doch immer wieder froh, wenn wir der Wissenschaft zur Hand gehen können. Na gut, na gut. Sumpffischer sind doch aber normalerweise friedlich, hat sie gesagt, ne? Cassandra. Normalerweise. Ja, gut. Wem geben wir die Opfergabe? Ich bin geneigt, die Opfergabe dem Jagdmeister zu geben. Ich weiß nicht, ob das wirklich... Ob wir verstehen, was wir da tun. Also ich meine, das Begräbnis für den Vater ist, scheint auch Finn wichtig zu sein. Er selber? Das ist die andere Frage. Ach, hier bin ich falsch. Ist das unsere Aufgabe, unser Recht, uns auf diese Art und Weise einzumischen? Zu helfen, ja. Aber die Kultur in Frage zu stellen? Die Riten und Bräuche in Frage zu stellen? Inquisitor? Ich weiß von der Bestattung eures Vaters und der Opfergabe. Ich habe es versucht. Ich habe mich aus diesem verfluchten Bett geschleppt, aber die Schmerzen... Ich brach zusammen. Der Jagdmeister fand mich und brachte mich zurück. Er sagte, wir bräuchten nicht noch einen Toten. Ihr habt Glück, dass er euch fand, bevor es dazu gekommen ist. Ich weiß, es bedeutet den Verlust eures Namens, aber... Ob er nun mein Vater ist oder nicht, ich liebe ihn. Seine Seele darf nicht von der Welt getrennt werden, wenn sie doch eigentlich zurückkehren sollte. Wenn ihr die Opfergabe als Geschenk darbringen könntet, würde ich euch das niemals vergessen. Ich glaube, auch für ihn ist die Tradition durchaus bewusst. Ihr solltet euch ausruhen. Die Herrin möge euch schützen. Und das Einzige, was er verliert, ist den Namen seines Vaters, aber das scheint ihm egal zu sein. Und damit würden wir die Traditionen einhalten. Ihm, ich weiß nicht, ob das nicht auch für ihn... Schwierig wäre im Stamm, wenn alle wüssten, er hat das nur geschenkt bekommen, er hat das nicht selber gemacht. Ich glaube, wir würden damit nicht viel besser machen. Wie man hört, habt ihr Harkons Prüfungen bestanden. Nun, wenn ihr ebenso gut jagt, wie ihr kämpft, passt ihr gut hierher.
Ich habe die Opfergabe für Kaldan Anverson. Ich sorge dafür, dass sie entsprechend vorbereitet und zu Gita gebracht wird. Ich schätze, sie wird schon bald die letzten Vorbereitungen treffen. Auf bald. Gebt auf euch Acht. Ja, wir machen das so. Wo war die Gita? War da ganz hinten. Da kamen wir von unten. Brumm. Und so haben wir im Grunde alle das, was sie haben wollten. Finn hat die Beerdigung für seinen Vater, auch wenn er seinen Namen verliert. Und die Tradition ist eingehalten. Wie ich höre, bereitet unser Jagdmeister in diesem Moment Kaldan Anversons Opfergabe vor. Dieses Geschenk ist von unermesslichem Wert. Ich danke euch, Inquisitor. Und nun muss ich die Vorbereitungen abschließen. Ich sollte mich wieder auf den Weg machen. Die Herrin möge euch schützen. Dankeschön. Gut. Hätten wir das auch abgeschlossen. Jetzt ist nur die eine Frage, die ich mir stelle. Frostgipfelsenke, Emeridans Ende. Ansehen 5, beeindrucke den Stamm. Ja, wir sind wahre Freunde, ne? Ja, finde ich gut. Das bedeutet, nächste Folge nehmen wir uns die Astrarien vor und sobald wir die Astrarien fertig haben, werden wir hinter die Mauer gehen. Und selbst wenn wir es nicht schaffen sollten, neugierig bin ich ja trotzdem. Gucken wir also mal. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.